Eine Ehrenzeremonie, wie man sie alle Jahre wieder erleben kann. Zum 79. Mal jährt sich die Ardennenschlacht und die Befreiung von Nazi-Deutschland. Für Bürgermeister Herbert Grommes ist es auch heute noch wichtig zu erinnern und die Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern auszudrücken. Für die, die vor vielen Jahren in der Region gekämpft haben. Sie müssen sich mal vorstellen, was hier geschehen ist. 3.000, 4.000 Kilometer von zu Hause weg, wo dann diese jungen Menschen hier in den Wäldern gehaust haben, gekämpft haben, umgekommen sind, überlebt haben. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig, wenn man Eltern verloren hat, Geschwister verloren hat, wenn man dann hierhin zurückkommt, dass man sich da erinnert und dass da Emotionen hochkommen. Das, denke ich, ist selbstverständlich, genau wie auch bei uns Emotionen hochkommen. Denn St. Vith wurde zerstört und wir haben auch sehr viele Zivilisten gehabt, die umgekommen sind während dieser Schlacht. Und ich denke, es ist sehr wichtig, immer wieder daran zu erinnern. Karl von Frühbus wurde bei dieser Gelegenheit die Auszeichnung Flag of Friendship verliehen, als Dank für die Ausstellung der Bilder eines US-Kriegsfotografen. Auch der geehrte Weltkriegsveteran Gerald White, Jahrgang 1926, zeigte sich tief berührt nach der Zeremonie, so wie schon viele andere vor ihm. I am so excited because the happy part was I liberated these people, you know. It makes my heart so happy that I was part of it. Soweit der Ablauf wie in so vielen Jahren, doch diesmal war etwas anders. Bei der Ehrung waren vier junge Tschechen dabei, sie hatten eine Überraschung im Gepäck. Doch bevor das Geheimnis gelüftet wurde, ging es stilecht mit dem historischen Fahrzeug zum Rathaus. Dort wurde ein BRF-Beitrag von einer vergangenen Gedenkveranstaltung gezeigt. Anschließend hat sich Gerald White ins Goldene Buch der Stadt St. Vith eingetragen. So wie vor ihm zum Beispiel König Philipp und Königin Mathilde. And look at this. Okay. This was the king and the queen. Oh, okay. Doch das Beste sollte noch kommen. Gerald White hatte sich bis Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Truppe bis Pilsen in der heutigen Tschechei durchgeschlagen. Und dort hat er zusammen mit Kameraden ein Kinderbuch signiert. Und eben dieses Buch haben die vier jungen Tschechen aus einem Museum mitgebracht. 78 Jahre nach den Ereignissen findet Gerald White seinen Namen und die seiner Mitstreiter in einem tschechischen Kinderbuch zurück. Wer wäre da nicht erstaunt und entzückt? Yeah. I show him the book and I try to show him the names of his friends. And he searched names and yeah, I know him. I know this guy. Oh, that's me. Oh, wow. So he was so excited to see his own signature in the book. Nächstes Jahr jährt sich die Ardennenschlacht zum 80. Mal. Dann will auch St. Vith wieder daran erinnern. Ich denke, dass wir da schon die eine oder andere Aktion dann starten werden. Wir haben schon das erste Gespräch auch geführt mit dem Geschichtsverein, der ja dann auch sehr viel Wissen in diesem Bereich hat. Wir werden mit dem Kollegen Karl Wouters von der 106. dann schauen, was dann an Möglichkeiten gegeben sind. Und vielleicht werden wir auch noch ein zusätzliches neues Denkmal dann errichten. Es geht um die Schlacht auf Poteau. Das war also die letzte Panzerschlacht, die stattgefunden hat, größere Panzerschlacht. Und das wollten wir dann auch noch einmal in Erinnerung rufen. Gut möglich, dass es dann ein neues Wiedersehen mit einem ehemaligen US-Veteranen gibt.